Oh, 5 Kisten noch. Ja, 5 Kisten. Sehr schön. Boah, das war ganz schön anstrengend hier. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir noch im letzten Restchen sterben. Ich traue es mir zu. So. Sehr schön. Puh. Gut gemacht. Ja. Nee. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Was sagt die Uhr? 59. Ich würde sagen, Ruination machen wir noch. Behaving haben wir dann fürs nächste Mal. Ich freue mich. Direkt mit dem Dreckslevel anfangen. Also, letzte Run schon. Ja. So, Anfrage versendet. Sehr schön. Dankeschön. Ich werde, sobald ich die App das nächste Mal anmache, werde ich sie annehmen. Du kriegst auch noch direkt ein Geschenk von mir. Ich bin so... Unmöglich. Ich will gar nicht wissen, wie ich gleich einen Tony Hawk abkacke. Oh, das war knapp. Checkpoint. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Gab es hier jetzt nur einen Kristall oder einen Edelstein oder zwei? Ich weiß das nicht. Konnte man hier nicht mit dem grünen Edelstein irgendwas anfangen, aber den haben wir ja. So. Ja, ja, ja. Ihr könnt. Da ist der Grüne. Gucken, ob es da Kisten gibt. Gut gemacht. Thank you. Das ist doch gut. Echt? Das ist ja cool. Hast du mal, bei Galileo war das, glaube ich, irgendwie so ein Typ, der mit 50 Handys oder so draußen mit seinem Fahrrad rumfährt und Pokémon Go zockt? Irgendwie so ein alter Uppi. Ich glaube, es war ein Japaner. Gab es hier bis jetzt Kisten? Ich habe echt nicht drauf geachtet. In Japan. Ja, genau. Du kannst die Baumstämme, by the way, wegdrehen. Danke, dass du es sagst. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Ach, ich verstehe doch, was du meinst. Jetzt kann ich auch mal drauf achten, ob hier jetzt Kisten gibt oder nicht. Aber ich glaube, es gab keine, ne? Das heißt, ich werde gleich... Oh, Mann! Ich bin so unfähig! Das ist der Wahnsinn!
Nur eine Maske oder zwei. Ja, gut. Dann werde ich mich nämlich direkt töten lassen, weil ich weiß, dass diese Plattform am Ende uns nicht hier wieder hin zurückbringt. Und das ist blöd. Dann lasse ich mich sterben und dann ist gut. Ich habe gerade nach dem Post bezüglich dem Opa in Discord. Was? Ich habe gerade nach dem Post bezüglich dem Opa in Discord geschaut. Ich bin aber nicht zu faul zum Googlen. Aber ja, der Typ ist der. Ach, genau, der stimmt, der hat so eine Discord-Gruppe. Eine Gruppe. Oder. Das ist so dumm. Richtige Speedrunnerin. Runnerin. Runnerin with. Oh, mit Death Warp. Ja, aber ist doch. Warum soll ich nicht. Warum soll ich den ganzen Shit rückwärts zurücklaufen, wenn ich das hier auch. Wenn ich das vorwärts haben kann. Ich kann nicht sprechen. Das ist auch mein Speedrun-Trick, dass ich einfach mit einem Bauchplatscher in den Abgrund fallen lassen und währenddessen vom Affen getroffen werden. Ja, weiß ich vor uns. True Pokémon Master. Ich mach das jetzt so. Könnt mich alle mal. Das war ein geiler Tod. Das ist so blöd, man, von vorne kann man das echt schlecht sehen, so alles. Aha. Also wir dürfen jetzt gleich zweimal getroffen werden. Weil der links nicht in den Abgrund fallen. Okay, das hätten wir schon mal. Vorne mit der. Nach vorne springen mit der Perspektive ist auch anstrengend. Das stimmt. Ich glaube, an jeder Stelle. Ich fahre einfach nochmal zurück, wir haben ja die Zeit. Ich glaube, wenn man das Spiel durchgespielt hat, steht hier auf der rechten Seite der Fake Crash. Glaube ich. Da habe ich ihn, glaube ich, das allererste Mal gesehen, als ich das hier auf Zeit gemacht habe. Glaube ich. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich muss heute Abend übrigens noch was kaufen. Und zwar gibt es heute Abend ab. Entschuldigung. Gibt es heute Abend ab. Ich glaube, halb 10 war es. Ein Mula-Coin zu kaufen. Und den muss ich unbedingt haben. Ist mir egal, wie viel der kostet. Ich schätze, bei der Witze um die 30 Euro kosten. Ich meine, die Kette hätte damals auch 27 Pfund oder Dollar gekostet. Oh nein, habe ich jetzt verkackt? Mula. Also die Oddworld-Währung. Mula.
Ich weiß nicht, wie groß die Münze ist. Ich weiß nicht, wie viel die kosten soll. Aber mir ist es mir scheißegal, ich brauche die. Oh, wo? Ich weiß jetzt gerade im Moment nicht, wie die Seite heißt. Ich habe da aber schon ein T-Shirt bestellt. Ich habe da die Kette bestellt. Ich habe die Pins da bestellt. Poster habe ich da bestellt von Oddworld. Ich denke mal, wenn man auf die Seite von Oddworld geht und dann, falls wir irgendwie so einen Merch-Link haben, dann wird das glaube ich sein. Die Kerze, es gab auch mal eine Kerze, die habe ich mir noch nicht gekauft. Aber falls es die noch gibt, also doch die übliche, ja. Wenn es die Kerzen noch gibt, dann wollte ich mir die direkt mitbestellen. Ich wollte jetzt nicht nur wegen der Münze bestellen. Game Tea, ja, genau. Und so heißt den. Und dann wollte ich auch noch gucken, ob es da noch irgendwas anderes gibt. Also von irgendwelchen anderen Spielen, was mich interessiert. Ja. Kerze gibt's noch. Das ist schön. Die ist nämlich in so einer lustigen Dose drin. Ich glaube, die ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, wir dürfen sterben, ne? Bist du da gerade auf der Seite? Weißt du, wie viel die kostet? Wird die schon angezeigt, die Münze? Kerze 6 Pfund. Wenn man überlegt, jetzt eine Kerze 6 Pfund. Aber ich schmeiß Oddworld gerne das Geld in den Hals. Die Leute haben es verdient. Ich denke mal, dass sie davon ein bisschen was sehen werden, von dem Geld. Dass ein Teil an Oddworld geht. Ich war gerade so auf den Chat fixiert. Wird leider noch nicht angezeigt. Na gut. Jetzt nicht auf den Chat gucken, nicht schon wieder den gleichen Fehler machen. Da oben ist nix. So. 84. Wunderbärchen. Okay. Wir haben alles. Das ist doch ein schöner Abschluss. Schön, gut. Dann werden wir speichern. Ich weiß nicht. Müsste eigentlich hier See You Later sein, ne? Mach mal hier. Ich weiß, es speichert automatisch, aber ich habe das lieber gerne nochmal extra.
Ja, auch geil, dass ein Checkpoint direkt am Ende des Levels ist. So. Gut, dann sind wir heute mit Crash fertig. Noch nicht durch, aber für heute jedenfalls. Gut, dann hoffe ich, dass euch die heutige Session gefallen hat und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!